Ugandas Hauptstadt Kampala. Hier tummeln sich zahlreiche Moped-Taxis. Die sogenannten Boda-Bodas gehören hier zu den beliebtesten Verkehrsmitteln. Wenn im Verkehr nichts mehr läuft, sind sie oft die einzigen, für die es vorwärts geht. Allerdings, an die Helmpflicht halten sich viele nicht. Unfälle haben oft schlimme Konsequenzen. Ricky Rapa leidet bis heute an den Folgen eines Unfalls, bei dem er keinen Helm trug. Der frühere Boda-Boda-Fahrer hat Safe Boda mit ins Leben gerufen, eine Initiative für mehr Sicherheit. Das größte Problem für uns ist, die Einstellung der Fahrer zu ändern. Viele von ihnen sind es gewohnt, ohne Helm zu fahren, und wir versuchen, das zu ändern. Wir sehen das nicht als Problem, es ist eine Herausforderung. Rund 100 Fahrer von Safe Boda sind in Kampala unterwegs. Sie tragen nicht nur selber einen Helm, sondern führen auch einen für ihren Fahrgast mit. Zusätzlich erhalten sie Schulungen in Erster Hilfe, Sicherheit auf den Straßen, Kundenservice und Instandhaltung des Mopeds. Und das zahlt sich aus, wie dieser Safe Boda-Fahrer bestätigt. Ich habe jetzt mehr zu tun. Oft rufen mich Kunden zu Hause an und sagen, Eddie, wo bist du? Kannst du mich abholen? Bei dir fühle ich mich sicher, bei anderen habe ich Angst. Moped-Taxis sind nicht nur in Uganda sehr populär. Auf Safe Boda sind jetzt auch andere afrikanische Länder aufmerksam geworden. Die Einsicht wächst, dass ein Helm Leben retten kann, auch wenn die Frisur mitunter leiden muss.